Cause you want me and I want you. Tell me it's that deja vu. Cause baby it ain't nothing new. Hey zusammen, ich habe heute ein neues Video für euch. In diesem Video geht es um diesen Look hier. Nach meinem letzten Video, was übrigens in der Infobox verlinkt ist und was ihr euch gerne mal anschauen könnt, wurde ich super oft auf Musical.ly, Ask, Instagram und so weiter gefragt, woher der Lippenstift ist und wie ich meine Haut so hinbekommen habe. Und das Ganze habe ich euch heute im Video mal gezeigt. Mich wundern gleich, wenn das Video losgeht. Ich habe meine Wimpern und meine Augenbrauen einfach schon gemacht, weil, keine Ahnung, es war ja nicht so von Bedeutung fürs Video. Wenn ihr wissen wollt, wie ich meine Augenbrauen mache, dann schaut mal in die Infobox, da habe ich euch ein Video verlinkt. Und ich möchte auch mal sagen, ich bin kein Make-up-Profi. Ich bin keine Visagistin oder sonst irgendwas. Ich mache das Ganze nur so hobbymäßig und ich weiß, dass ich nicht gerade die vollsten Lippen habe und eher dünne Lippen, aber ich wollte es ganz einfach zeigen, weil ihr so oft danach gefragt hattet. Und ja, und falls ich meine Lippen ein bisschen übermalt habe oder es nicht ganz perfekt ist, tut mir das leid. Wie gesagt, ich lerne noch. Aber ja, ich hoffe mal, euch gefällt das Video und dann wünsche ich jetzt viel Spaß. So, und jetzt mache ich als allererst meine Haare weg. Mache ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe mal wieder keinen Spiegel. So, als allererst prime ich jetzt mein Gesicht. Und dazu verwende ich jetzt einfach den Smashbox Photo Finish Primer. Also ich hatte schon ein paar Primer und den mag ich wirklich am liebsten. Und dann benutze ich eine Foundation. Und zwar ist es die Perfect Match Foundation von L'Oreal. Und ich hatte schon super viele Foundations von verschiedensten Marken, so High-End und eben nicht High-End. Aber ich muss echt sagen, dass ich die hier von allen wirklich am besten finde. Ich trage eigentlich gar nicht so oft Foundation, aber in letzter Zeit, weil meine Haut, wie gesagt, irgendwie so cool ist, schon. Ich weiß, dann soll man eigentlich erst recht kein Make-up tragen, aber so, das Ganze verblende ich dann mit meinem Make-up-Eye, also mit meinem Beauty-Blender. Und wirklich, Leute, ich kann euch nur empfehlen, euch den richtigen Beauty-Blender zu kaufen. Diese ganzen aus der Drogerie und so sind wirklich überhaupt nicht mit diesem hier vergleichbar. Und ich verblende immer super lange. Und weil ich eben so lange verblende, schneide ich das Ganze jetzt hier mal kurz, weil ich mache es wirklich super lang. So, jetzt habe ich das Ganze so einigermaßen verblendet. So, und dann machen wir weiter mit Concealer. Ich benutze den Full Cover Concealer von Make-up Forever. Ich habe, glaube ich, schon öfter bei denen erzählt. Ich finde den super toll. Ich finde, also der soll wasserfest sein. Das ist ja nicht ganz, aber er hält auf jeden Fall super lang. Und vor allem ist der auch hell genug für mich. Ich bin immer noch dabei, die Einstellung der Softbox so zu optimieren, weil ich das noch nicht ganz so gut kann, Leute. Aber ich bin, wie gesagt, sehr hell, wie ihr wahrscheinlich in den letzten Videos auch schon bemerkt habt. Das liegt zwar ein bisschen auch in der Softbox, aber ich bin auch wirklich sehr, sehr hell. Und daher brauche ich auch immer helle Concealer und helle Foundation und so weiter und so fort. Und das gibt es halt auch alles eben nicht so in der Drogerie, deswegen benutze ich halt viele High-End-Sachen. Und dann verblende ich das Ganze wieder stundenlang. Also das ist wirklich so, manche meiner Freunde fragen mich, wie ich mein Make-up so mache, dass es wirklich so aussieht, als wäre es einfach meine Haut. Und das liegt daran, weil ich es einfach richtig lange verblende, weil ich kann das gar nicht, wenn man so richtig sieht, dass jemand Make-up trägt. Also ich würde auch niemals nur Make-up nur mit einem Pinsel auftragen, weil das sieht dann am Ende echt total doof aus. Ihr könnt da so lange wischen, wie ihr wollt. Make-up-Eye ist immer die beste Variante. Und dann fangen wir an zu baken. Ich liebe Baken. Oh Gott, kennt ihr das, wenn dieses ganze Baken Puder auf eure Hose kommt und ihr nur schwarz tragt und ihr weißes Puder. Und zwar benutze ich von P2 das Loose Powder. Jeden, der nicht weiß, was Baken ist, obwohl ich glaube, jeder kennt das mittlerweile. Euer Concealer und eure Foundation ist ja meistens etwas nass, wenn man das so sagen kann. Und wenn ihr dann eben diese Puderpartikel darauf auftragt, saugt das quasi dieses ganze Zeug auf und euer Make-up wird einfach besser und es hält länger und es wird halt eben mehr gesettet. Und außerdem hat es auch den positiven Effekt, dass halt die Stellen ein bisschen highlightet, wenn man das so sagen kann. So, und wenn das jetzt einzieht, ich weiß, sieht jetzt richtig cool aus, mache ich einfach mein Contouring. Also ich konturiere mich etwas, ich mache das nicht ganz so krass. Und zwar mache ich das mit dieser Shade & Light Palette, die habe ich euch auch im letzten Video gezeigt. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt mal letztes Video an. YouTube hat ja in letzter Zeit ein paar Probleme mit der Abo-Box und so. Wenn ihr ein neues Video wollt, wie ich immer meine Haut so konturiere, dann schreibt einfach Hashtag Contour in die Kommentare. Obwohl ich mich eigentlich gar nicht so krass konturiere. Auch unter meinem letzten Video haben viele geschrieben, dass es mehr so Bronzen ist als richtiges Konturieren. Ich habe hier gerade jetzt nicht meinen Blending-Pinsel. Deswegen muss ich jetzt die Nasenkontur so machen. Deswegen wird jetzt wahrscheinlich nicht so gut. Seitdem ich diese Palette habe, spiele ich mal voll rum mit meiner Kontur. Also benutze mal so mehrere Farben an verschiedenen Stellen und ach, keine Ahnung. So, und ihr könnt, wie gesagt, so lange wie ihr wollt eure Haut baken. Also desto länger eigentlich, desto besser. Aber da mein Concealer eigentlich relativ trocken ist, muss ich es gar nicht so lange machen. Deswegen benutze ich jetzt von MAC das Studio Fix Powder. Und damit, also ich benutze das hauptsächlich, um einfach so die Reste vom Puder wegzumachen. Und jetzt benutze ich auch noch Highlighter. Ich benutze so einen Highlighter von MAC und zwar ist das der Double Glam Highlighter. Und ich habe auch gar keinen richtigen Blendepinsel gerade hier. Deswegen muss ich jetzt mit so einem komischen Pinsel machen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Teil, weswegen wahrscheinlich auch die meisten von euch hier sind. Denn unter meinem letzten Video wurde ich einfach so oft gefragt, wie ich meine Lippen gemacht habe. Und zwar benutze ich jetzt allererstes dafür natürlich einfach so ein EOS Lip Balm. Ihr könnt da nehmen, was ihr wollt. Hauptsache eure Lippen haben ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Achso, ich habe übrigens gerade Foundation auf den Lippen. Ich würde euch einfach immer empfehlen, bevor ihr matte Lippenstift auftragt, auf jeden Fall nochmal
ein bisschen Feuchtigkeit zu geben. So, und dann benutze ich die Farbe Plum von MAC. Das ist ein Lip Liner. Damit umrahme ich jetzt meine Lippen, allerdings nur außen. Ich bin wirklich kein Profi in so Sachen Lippenstift und so weiter, deswegen... So sieht es gerade super messy aus, aber das ist völlig in Ordnung. Denn das ist einfach nur, damit die Lippen so ein bisschen dunkler an dieser Stelle, wie gesagt, wirken. Und jetzt benutze ich von NYX die Farbe Embellishment. Und eigentlich wäre jetzt die Textur super matt und ziemlich trocken, aber dadurch, dass wir halt vorher Feuchtigkeit gegeben haben, kann man das Ganze viel besser verteilen und verwischen. Und es wird jetzt halt erst nach und nach matt. Und währenddessen nehme ich mir von MAC Studio die Studio Waterway Foundation. Und gib mir davon so einen ganz kleinen Pumpstoß auf die Hand. Das ist keine richtige Foundation, ist eher wie eine BB-Cream. Und da gehe ich jetzt einfach mit meinem Finger rein, nehme mir so ein bisschen und tippe das jetzt quasi in meinen, wie nennt man das denn? Lippenmitte? Das ist so ziemlich der einfachste und schnellste Weg, wie man einen Ombre-Effekt erzeugen kann. Wenn ihr es natürlich wollt, könnt ihr das Ganze nochmal halt nachziehen mit dem Lip-Liner. Dann wirkt das Ganze eben halt nochmal dunkler, also dann werden quasi diese Schatten verstärkt. Ja! Und das war's dann auch schon. Ich zeige euch jetzt nochmal vom Namen, wie das Ganze aussieht. So, das war's auch schon wieder. Falls ihr irgendwelche Videowünsche habt oder Videoideen oder sonst irgendwas, dann schreibt mir es einfach in die Kommentare. Ich hoffe, mir hat euch das Video gefallen.